Und damit einen wunderschönen guten Tag, heute mal aus einer ganz anderen Perspektive. Und zwar ein kleines, hoffentlich funktionstüchtiges und anschaubares Video bezüglich... Du bist da mal ein bisschen still hier. Bezüglich Minecraft und zwar auf der Xbox. Ja, ich habe mir gedacht, ich will euch mal zeigen, was mein Kumpel und wir und ich so eigentlich gebaut haben, weil eigentlich spielen wir immer nur gemeinsam. Gestern habe ich mal noch eine halbe Stunde oder so, nachdem er gegangen ist, noch ein bisschen weiter gespielt. Dann aber auch nicht. Und jetzt wollte ich euch mal zeigen, wie das bei uns da so aussieht. Leider habe ich keine HD-PVR, das heißt, ich kann es nicht direkt abfilmen. Somit muss jetzt hoffentlich mein iPhone herhalten, dass hoffentlich das Ganze einigermaßen hinbekommt. Allein die provisorische Art, wie ich es hingestellt habe, ist schon gewagt, aber schauen wir mal. So, wir steigen direkt mal ein. Andreas 1 heißt das Ganze. Und wir spielen natürlich auf leicht. Wir haben noch nie auf irgendwas anderes gespielt. Und ja, das ist der letzte Standpunkt von gestern. Und ja, ich würde einfach mal sagen, ich werde nacheinander abklappern, was wir so gebaut haben. Das ist gerade der Standpunkt, wo ich momentan arbeite. Und wir graben uns da mal wieder runter. Ihr seht schon, wir sind Rich Bitches. Wir haben Diamant, also ich habe Diamantwerkzeug schon. Mein Kumpel auch. Er hat, glaube ich, momentan sogar mehr Diamanten. Er hat halt nichts anderes zu tun, als Diamanten zu farmen. Naja. So, und ich glaube, wir müssen hier irgendwo mal Hilfe und Optionen, Einstellungen, Audio. Machen wir mal die Musik hier ein bisschen aus. Und dafür erhöhen wir hier mal kurz. Ja. Das hört sich schon besser an. So. Unser Spawnpunkt befindet sich normalerweise hier irgendwo. Er wurde mittlerweile gechanged. Also er ist nicht mehr da, wenn wir hier kein Bett mehr haben und dann trotzdem sterben. Aber ja, hier sind wir ursprünglich gespawnt. Hier war ein total unebenes Dingsens. Das kann ich euch mal kurz zeigen. Ja, unsere ganzen schönen Farms. Hier habe ich nämlich ein bisschen Planning macht so aus ursprünglich aus. Oh, und da ist wieder ein Creeper. Ich hasse Creeper da unten. Ja, toll. Jetzt reißt dich halt, solange es dich nicht wieder nach oben zerreißt, du kleiner Schoko. Ja. Hier unten war es früher eben. Hier war sogar eine Getreidefarm, eine kleine. Das, wie ihr euch vielleicht denken könnt, war nicht besonders effizient. Und deswegen habe ich beschlossen, hier alles einzuebnen und eine kleine, fette, bicke Getreideform zu bauen, die ich momentan nicht mehr abharvest, denn ja, ich denke, ich habe eigentlich vorerst mal genug Getreide, können wir eigentlich gleich mal wieder ein bisschen was mitnehmen. Ich brauche nämlich was für meine erste Butze wieder. Das ist so ein provisorisches Bauwerk, denn hier befindet sich auch was Kleines, Schickes, dazu kommen wir später noch. Und wie gesagt, bei diesem Projekt bin ich momentan, soll so ein kleines Dorf werden. Da hinten ist die Kirche, die habe ich gestern gebaut. Schaut für mich, also ich muss da nochmal was ändern, das gefällt mir irgendwie gar nicht, vor allem das hier vorne. Der Turm sieht ein bisschen, naja, abstrakt aus. Okay, habe ich nichts dagegen. Aber das hier vorne, das sieht ein bisschen scheiße. Also ich glaube, ich muss das tiefer machen, zwei Blöcke und dafür ein bisschen länger. Und ja, das soll so ein Kreuz sein, eben für die Kirche. Und ja, drinnen sieht es auch nicht besonders anders aus. Ja. Gleich mal so vorab, wie ihr vielleicht wisst, auf der Xbox kann man nicht cheaten, das heißt alles was ihr hier seht, was wir hier haben, ist gefunden. Und wir haben einiges gefunden schon. Und ich würde mal sagen, wir gehen zu meinem ersten Haus, das ich gebaut habe, das auch ziemlich sneaky ist. Das war hier ein ziemlich langes Projekt, hier die ganzen Eisdinger so zu bauen. Aber das hier ist mein erstes Haus, in dem ich auch immer noch eigentlich mein Haupthaus sehe. Denn hier befinden sich meine ganzen wertvollen Schätze. Und ja, eigentlich hier ganzen Cobblestones mal weggelegt. Hier kommen wir zu den wertvolleren Sachen, Erde. Dann hier habe ich gestern mal ein bisschen Holz gesammelt. Hier haben wir ein bisschen Sand und Sandstein und Glas, weil letztens musste ich Sandstein suchen. Hier haben wir eben die Nahrungskiste. Und
Ich brauche, glaube ich, wieder ein paar Brote. Mal das mal wieder rein. Die Pilze kommen da runter. Ich habe ganz schön viel Pilze gefunden, außerdem habe ich noch eine Pilzfarm. Weil ich muss sagen, die Pilzsuppen, die bringen es wirklich, also die bringen eindeutig mehr. Fleisch habe ich mittlerweile gar keins mehr. Ich hatte mal auch die Doppelkiste voll und die, glaube ich, bis zur Hälfte. Aber da bin ich wieder abgesprungen, weil Fleisch, naja, keine Ahnung. Das hier ist so eine kleine, ja, Pilzfarm. Und hier sieht man schon wieder ein bisschen Redstone gefuhrwerkt. Es ging ein bisschen im Weg um. Und ja, hier ist auch schon wieder was gewachsen. Ihr werdet jetzt hier wahrscheinlich nicht recht viel sehen. Ich setze mal kurz eine Fackel. Ja, es ist einfach nur so ein kleiner Raum, wo ich halt meine Pilze züchte. Momentan nur die Steinpilze, weil, ja, von den, momentan nur die Fliegenpilze, weil ich von den Steinpilzen noch nicht so viel habe. Ne, andersrum. Ich habe genug Steinpilze und nicht so viel Fliegenpilze. So, jetzt haben wir es aber dann. Hier oben befinden sich außerdem unsere ganzen, ja, Sachen hierzu. Ich habe schon ein bisschen was gesammelt. 38 TNTs, wo das ganze Zeug herkommt. Zeige ich euch natürlich auch noch. Davor füllen wir uns das mal kurz wieder auf. Das ist auch ein kleines Teil, was ich gebaut habe. Wer sich jetzt fragt, warum ich das Brot und so nicht einfach übereinander stecke, auf der Xbox-Version geht das noch nicht, leider. Es ist wirklich schade, aber naja, es geht auch. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es doch ein bisschen laut ist. Geh mal auf 12 runter. Und das passt natürlich genau. Gewissermaßen. Eigentlich nicht. Aber ich kann euch ja dann gleich mal zeigen, wofür das ganze Ding hier ist. Und zwar dreht man hier drauf und man bekommt automatisch 2 Brot raus. Weil ich normalerweise immer mit 2 Bröten umherlaufe. Und wenn ich in die Höhle gehe, in irgendeine, dann gehe ich 2-mal drauf, weil ich dann nämlich 4 Brote mitnehme. So, und es wird gleich dunkel, das heißt, ich werde noch hier kurz, wenn wir eh schon hier bleiben müssen, noch kurz ein bisschen das Zeug hier weglegen. Hier Cobblestones mal wieder weg. Das Zeug kommt auch darunter. Genau, Holz ist bei mir, wie ihr vielleicht immer wisst, da oben. Erde kommt weg. Glas kommt auch weg. Ich habe wieder mal kein Bett dabei, na wurscht. Okay, wir können schlafen. Wunderbar. Dann, wer vielleicht sich fragt, was das da oben hier ist. Das war ursprünglich mein Hundezwinger. Leider bin ich ein paar Mal angegriffen worden und musste ich sie halt. Haben sie sich zu mir teleportiert und das war mir dann zu blöd, die da jedes Mal reinzutun. Mittlerweile habe ich einfach nur so ein kleines Loch. Da lasse ich die reinfallen. Und ja, das hier ist eigentlich meine, ja, Hauptkiste. Da habe ich immer meine Rüstung, wenn ich irgendwo eben in die. Was macht denn der hier drin? In die Hölle gehe, ich sag immer Hölle, ich meine natürlich die Höhle. Wenn ich in die Höhle gehe, dann ziehe ich mir mal die an und ja, Feuerzeug, eine Karte, hier könnt ihr mal sehen. Wir haben eigentlich schon alles erkundet, bloß ja, die Karte nicht mehr dabei gehabt. Wir befinden uns hier ungefähr in der Mitte, also da ist ungefähr unser Spawning-Punkt. Ja, sieht, naja, ganz okay aus. Kann man jetzt nicht sagen. Und ja. Jetzt fragt euch vielleicht, wofür dieser Schalter ist. Und ihr hört das vielleicht schon, wenn ich mal still bin. Genau. Wenn dieser eben da unten ist, dann ist diese Geheimtür offen. Natürlich sehr simpel gemacht, aber eigentlich genial. Und hier befinden sich eigentlich die ganzen wirklich wertvollen Sachen drin. Ein bisschen Redstone. Und ein bisschen Kohle. Dafür muss ich schon eine eigene Kiste anfangen. Die 4 Kohle nehme ich gleich mal mit und baue mir daraus. Oh. Ein paar Fackeln. Sehr schön. Und das hier ist wirklich die wertvollste Kiste überhaupt. Wenn wir das hier gleich fertig haben. Und zwar befinden sich hier alle meine Eisenschätze. Natürlich habe ich noch ein paar Eisenblöcke so unterwegs gehabt, habt ihr gesehen. Und ein paar Goldblöcke habe ich auch noch so unterwegs gehabt. Eben in der Kirche und so. Und auch noch beim anderen Projekt, wo kommen wir auch noch gleich dazu. Aber es ist schon ganz schön was zusammengekommen. Ja, wie ihr vielleicht wisst, ich warte immer so lange, bis ich hier wieder einen vollen Stack habe. Dann schmelze ich erst 24 Slimebälle. Ja, kann man noch nichts damit anfangen, weil es ja noch keine Pistons gibt. Aber mal schauen, vielleicht kommen die auch noch. 23 Diamanten.
Ich habe letztens erst wieder 8 gefunden. Ich war schon mal bei über 30 und so. Ich habe jetzt, glaube ich, schon meine 4. oder 5. Diamantspitzhacke und da auch schon eigentlich alles das zweite mindestens mal, weil einmal bin ich fett in Lava verreckt. Das war eine so verfickte Backscheiße. Das waren einfach nur da, also quasi, da ist ein Loch, unten ist Lava, oben drüber war Schnee. Das heißt, hat ausgeschaut, als wäre es ein fester Block, und weil dieser Schnee ist quasi nur in der Luft gehangen. Und ich bin halt drüber gelaufen und ich dachte halt, da ist nichts, weil halt der Schnee da ist, und zack, durch den Schnee bin ich durchgefahren. Das war eine so grintige Scheiße, das war echt, da war ich nicht gerade erfreut. Gut, dann schauen wir doch mal, was es hier so gibt. Hier ist ein Dispenser mit Minecarts, falls ich mal meins verliere. Und jetzt kommen wir zur ganzen Redstone-Schaltung, die ich schon bis jetzt hier ein bisschen gemacht habe. Hat natürlich auch alles seinen Zweck gehabt, und zwar Minecart-Stricke. Aber bevor ich hier weitergehe, mache ich erstmal einen kleinen Stopp, nicht dass dann das Video irgendwie scheiße ist und ich dann nochmal alles von vorne anfangen muss. Das heißt, wir sehen uns hier gleich wieder. Bis gleich. So, und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück. Ich schaue eben nochmal kurz, ob alles passt. Sieht eigentlich ganz gut so weit aus mit der Kamera. Sind wir auf dem Handy? Ja, wir sind hier stehen geblieben, wo wir eigentlich unsere Minecraft-Strecke kümmern wollten. Das sieht hier schon ganz schön krass aus, und ich würde sagen, wir beginnen mit dem Redstone-System. Ich habe hier mehrere Schaltungen eingebaut. Es war nicht ganz leicht, die hier herauszufinden, denn wie ihr vielleicht wisst, ist bei der alten Version einiges anders. Zum Beispiel Repeater funktionieren ganz anders, diese ganz bescheuert anzusteuern. Und es ist auch leicht verbuggt. Und im Prinzip habe ich quasi 4 Stationen, wo ich hinfahren kann. Wenn ich auf den Button drücke, dann passiert einfach gar nichts. Ich fahre einfach komplett durch zu meinem anderen Haus, dazu kommen wir auch. Da, wenn ich den hier drücke, fährt man hier rechts, das geht zur Zombie-Farm, da kommen wir auch gleich dazu. Dann geht es zur Hölle, man muss leider OE schreiben, weil wenn ich Hölle schreibe, dann kommt hier ein Feuerzeichen, ein Ausrufezeichen, das heißt, er kennt das nicht. Und hier geht es quasi zu meinem Kumpel, Daniel, zum Schwuffi. Ja, wir haben uns einen kleinen Gag erlaubt. Und ja, ich kann euch das Ganze mal kurz zeigen, wie das ungefähr so ist. Wenn man nämlich zum Beispiel hier drückt, dann quasi switcht, also geht diese Torch aus, somit geht dieses Ding an, das heißt, diese Track wird gepowert. Das gleiche passiert auch im Prinzip, wenn ich den Hinterbutton drücke, dann wird das hier gepowert. Und diese Redstone Line geht dann kurz aus. Und hier sieht man schon, hier ist die andere Redstone-Schaltung von der Hölle, von der Zombie-Farm. Und hier ist quasi die andere Leitung zur, also das ist jetzt die Leitung, ups, jetzt habe ich es zum Beispiel ausgemacht, das heißt, das müsste wahrscheinlich aktiviert sein. Das ist die zur Hölle. Hier habe ich dann so ein Gate reingebaut. Da drin ist die Hölle. Da kommen wir aber auch gleich dazu. Und dann wird das Ganze hier halt so geswitcht. Genau auskennen tue ich mich da auch nicht mehr. Aber es funktioniert, und von dem her, was soll's. So, gehen wir wieder zurück. Und schauen uns das Ganze jetzt in echt an. Wenn wir jetzt natürlich losfahren, werden wir wahrscheinlich genau beim Daniel rauskommen. Schauen wir mal, auch wenn ich jetzt hier drauf drücke, aber ich drücke jetzt trotzdem nochmal hier drauf. Dann sehen wir mal, wie die Minecraft-Strecke ursprünglich gebaut worden ist. Denn so wie ich jetzt quasi fahre, so habe ich es immer gebaut. Also alles andere wurde dann später hinzugefügt. Jetzt befinden wir uns im Daniel sein Haus. Schauen wir mal, ob da irgendwo ein Creeper ist. Letztens war da einer. Und ja, hier gibt es auch, ist der Eingangsbereich. Ups. Und hier ist auch ein bisschen Redstone-Scheiße von mir drin. Und zwar wollte er es so haben, dass diese 4 Türen und diese Falltür automatisch aufgehen und separat diese 2 Türen. Das heißt, wenn man auf diese Druckplatte geht, gehen die 3 auf. Und wenn man auf diese drauf geht, gehen die 4 auf und diese. Und somit ist quasi alles verdoppelt. Auch wenn man hier drauf geht, gehen auch alle 4 auf. Und ja, ist eigentlich ganz cool. Hat ein bisschen was gekostet, wir können mal kurz reinschauen. Irgendwo. Da geht's runter, das müsste das. Genau.
Also auskennen kann man, tut man sich eigentlich nicht mehr. Es ist leicht verwirrend, aber es klappt und von dem her ist es egal. Ja, sein Haus besteht überwiegend aus sinnlosen Samen. er hat Minecraft noch nie davor gespielt, also von dem her muss man ihm das zugute halten. Es sieht ein bisschen abgefuckt aus, ich gebe es zu, habe ich ihm schon ein paar Mal gesagt. Es sind einfach nur vier Türme und verbunden. Ja, ist halt das Regierungsgebäude jetzt hier. Das Haus ist auch von ihm, das ist nach meinem, hat er dann gebaut, nachdem ich mein zweites Haus gebaut habe. Ist ungefähr so ähnlich aufgebaut hier seins. Da sollte er eigentlich auch mal weitermachen, aber ich höre hier irgendwo Zombies. Ich frage mich gerade, wo die sind. Hier anscheinend nicht. Wahrscheinlich hier unten irgendwo. Naja, egal. Auf alle Fälle, ja. Das war dann quasi sein zweites Haus. Drin umschauen werde ich mich jetzt nicht weiter. Das, ja, habe ich nicht gebaut. Und von dem her, ja, gehen wir diesen Weg hier. Den habe ich dann nämlich auch überirdisch noch angelegt. Damit wir uns ein bisschen hier, ja, besser zusammenfinden können. Und jetzt habe ich gerade festgestellt, dass ich mein Minecraft vergessen habe mitzunehmen. Von dem her gehen wir wieder zurück und wir fahren die Strecke zurück, weil wir ja die ganzen Minecraft-Strecken anschauen wollen. Geh da drauf, zack, und kann durchgehen. Und so, wenn ich hier wieder drauf drücke, switcht einfach hier kurz die Weiche und ich fahre automatisch zurück. Manchmal passiert es, dass ich hier nochmal rechts abbiege. Diesmal ist nichts passiert, von dem her passt. So, zuerst war Daniel, dann kam die Hölle dazu. Das ist einfach das gleiche, bloß halt ein bisschen eher abgetrennt. Und ja, so ist das Ganze eingebaut. Ich war bis jetzt zwei, dreimal unten wegen Kloster und so, aber ich habe nicht wirklich was Aufregendes gebaut. Dann kam der hier und das geht zu meinem komplett anderen Haus rüber. Hier ist momentan wieder nächste Baustelle für die nächsten Minecraft-Tunnel, wofür werdet ihr gleich sehen noch. Und ja, so sieht mein Haus von unter Wasser aus. Und ja, Home. Das ist mein erstes richtiges Haus. Das andere war so mehr eher so ein Bunker. Hier ist es leider nicht ganz ausgegangen, das ist unsymmetrisch. Asymmetrisch heißt es. Und ja, ist auch noch nichts eingerichtet. Einzige, was ich da habe, ist ja zwei Betten, Doppelbett. Sieht ganz cool aus eigentlich, hier so mit Kisten und man hat eigentlich einen schönen Ausblick hier so. Ist halt auch wieder ein bisschen übertrieben fett mit Galerie und so. Auch hier wieder Doppelschaltung, sogar draußen mit Doppelschaltung, was man normalerweise nicht machen sollte. Aber wurscht, geht schon. Und ja, es wird schon wieder Nacht. Hier können wir noch kurz schauen, hier unten war meine Sandabbaufarm. Jetzt geht schon langsam auch zur Neige. Beziehungsweise ist zu mir gegangen, die nächste habe ich schon da hinten angefangen. Mit TNT kann man das ganz gut machen. So, hier ist immer noch manchmal so ein bisschen ein Problem. Hier kann manchmal was spawnen. Diesmal aber nicht. Also passt's. Und dann strahlen wir wieder runter und schauen zur letzten Minecraft-Strecke. Da wird jetzt wahrscheinlich nicht direkt viel sein. Aber wir können ja mal trotzdem noch schauen. Wie ihr seht, da hinten bin ich gerade beim Bauen. Ist noch nicht fertig, aber wo es dahin geht, das werde ich euch trotzdem zeigen. Jetzt werden wir wahrscheinlich abbiegen. Nee, nicht mal, okay. Dann schauen wir halt jetzt noch zur Zombie-Farm. Das ist der als letztes angeschlossene Tunnel. Der geht bis ganz runter auf die Diamantenebene und ihr seht schon, hier kommen ein Haufen Viecher. Sie ist nicht so effizient leider wie die, ja, wie die Farmen auf dem PC, aber ihr seht, es kommt doch einiges runter. Und ja. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Jetzt geht's gerade wirklich ab hier. Das Problem ist, irgendwie ist das mit den, man muss so und so nah da sein und so weit weg, ist hier irgendwie ein bisschen komisch aufgeteilt, aufgebaut, wie auch immer. Das ganze System hier funktioniert, beruht darauf, überall, wo diese Steine sind, sind Ebenen. Wir können ja kurz mal, wir schauen in die oberste rein, weil sonst würde uns eventuell was von oben hinterherfallen. Ist ja nicht so gut. Die schauen alle gleich aus, die Ebenen. Es sind, glaube ich, 7 Stück geworden. Also einiges
geschafft. Genau. Und ja, diese Ebenen schauen im Prinzip so aus. Es können keine Spinnen spawnen. Oh, da ist ein Fail. Da ist ein Fail. Warum ist denn da ein Fail? Gut, dass man gleich wieder reinschaut. Ne? Ja, so sieht es aus. Von oben kann man durchschauen noch. Da oben ist Glas, damit man da durchschauen kann, ob da unten irgendwas durchfällt. So sieht das überall aus. 7 Ebenen, alles sieht so aus. Und das System ist, glaube ich, von ISOS Lab und das habe ich hier einfach nachgebaut. Funktioniert auf dem PC ein bisschen besser, glaube ich, aber hier ist es auch für das, was wir hier wollen, eigentlich vollkommen okay und ich sollte vielleicht die Fackeln raustun. Hätte wahrscheinlich was. So. Machen wir hier wieder zu. Hier haben wir einen Quick Drop. Hier haben wir nochmal einen Quick Drop. Und ihr seht schon, hier kommen sie schon runter, also uneffizient ist sie auf keinen Fall. Hat schon was. Also wenn es richtig läuft, dann läuft es, würde ich mal sagen. Ab und zu muss man einfach wieder ein bisschen weiter weggehen. Ich habe herausgefunden, da wo die Kirche momentan steht, das ist ein richtig guter Platz dafür. Ein bisschen da bin ich zurückgekommen, da war hier alles voll. Und ja, also sieht auch ganz cool aus, finde ich. Bin noch nicht hinten, muss ich noch irgendwas überlegen. Hier habe ich jetzt Sandsteinboden reingebaut, hier ein Bett provisorisch halt. Hier habe ich schon wieder, immer wenn ich so keinen Bock habe, gleich wieder alles hochzutragen, da lagere ich es dabei zwischen rein. Das habe ich bloß dabei gehabt, die Leder, die sind eigentlich nicht von hier. Und ja, ihr seht, da vorne kommt schon wieder was runter, also ich könnte ja eigentlich Ewigkeiten stehen. Creeper. Dauert dann halt mal wieder ein bisschen länger. Oh, jetzt kommt halt dann wieder nichts. Dann geht man einfach wieder weg und später kommt dann wieder was. Also auf alle Fälle sehr effizient. Und ich bin natürlich heiß auf dieses Gunpowder, denn ich möchte endlich meinen Stack TNT zusammenbekommen. Ja, der zweite war nicht so ein begeisterter Freund. Nehmen wir mal wieder alles mit. Wir schauen nochmal. Okay, es kommt nichts. Dann fahren wir wieder hoch. Diesmal in Third Person. Genau, und dann sind wir da. Dann hauen wir mal kurz das ganze Zeug rein. 27 TNT haben wir schon wieder. Wunderbar, da brauchen wir schon wieder ein bisschen mehr, brauchen wir schon wieder ein Stack. Dann craften wir uns mal kurz das TNT. Und wieder 5 TNTs. Und so sind wir bei 43 TNTs angekommen. Das finde ich sehr, sehr nice. Das finde ich very, very nice. Gut, Holz kommt drauf, Leder kommt auch da rein. Früher habe ich mal Lederrüstungen gemacht, aber ich würde einfach sagen, die bringt es einfach überhaupt nicht. Ich weiß nicht, also mittlerweile denke ich mir, wie kann man sich nur sowas machen wollen. Aber naja, für was anderes ist es eh nicht gut, also von dem her macht das nichts. Ein provisorisches Bett brauchen wir. Und wir brauchen wieder ein Brot. Habe ich da gar keine mehr auf Reserve? Okay. Dann machen wir uns halt nochmal kurz welche. So. Und zack. Und zack. Zack. Zack, 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 zack. So. Und jetzt begeben wir uns zum, ja, ich würde sagen, zu dem anderen Projekt noch, wo jetzt dann auch bald ein Minecraft-Tunnel hinkommt. Und zwar, ja, also er ist schon fast gegraben, jetzt sind wir halt auf Wasser gestoßen. Hier ist momentan immer noch die einzige Möglichkeit. Das ist auch ein letztes, also das Projekt ist auch erst gestern oder vorgestern fertig geworden. Ja, was das Ganze ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Es ist eine PvP-Arena, kann man das eigentlich nennen. Im Wasser gebaut mit Sandstein, deswegen musste ich so viel Sandstein fahren. Sieht eigentlich ganz okay aus, finde ich. Das Lustige ist auch, der gehört da nicht hin. Oh. Fuck, nee. Ich wollte ja eigentlich nur den Button haben. So.
Denn geplant ist es so, man geht halt einer links, einer rechts rein. Und hier ist kein Knopf. Der Knopf befindet sich dann hier in dieser Kiste. Eigentlich genau in der Mitte. Und es geht halt darum, entweder wer als erst den Knopf bekommt und wieder raus ist, oder wer halt gestorben ist. Und ja, ihr seht, ich habe auch noch ein bisschen Eisen verbraucht und Glowstone habe ich noch als Spotlights gesetzt sozusagen. Und ja, einen Fight haben wir schon gemacht. Ich habe natürlich super gewonnen. Wir haben nur mit Pfeil und Bogen gemacht. Aber naja, hat auch ihm nichts geholfen. Was ich ein bisschen komisch fand, ich dachte immer, man hat hier so ein Secret Passageway, wie auch immer das heißt. Heißt, dass man da nicht durchgehen kann. Funktioniert leider nicht, so ist es halt einfach nur, damit man halt nochmal ein bisschen verlangsamt wird. Was auch ganz cool ist, ist die Lava. Die Lava fließt nämlich durch das Wasser durch, aber es entsteht kein Cobblestone, nur ganz unten, wo es auftrifft. Ich weiß nicht, ob das auf dem, also auf dem PC, glaube ich, ist das nicht mehr. Dann müsste das normalerweise schon alles gefixt sein. Aber, ja, sieht trotzdem ganz cool aus. Hier habe ich es schon versiegelt sozusagen. Und runtergehen tue ich ungern, denn auf der Xbox-Version ist momentan so, wenn du keine Luft mehr hast und nach oben schwimmen willst, du sinkst nach unten. Das heißt, du stirbst definitiv. Was ziemlich scheiße ist, würde ich mal sagen. Deswegen gehen wir da nicht runter. Ihr seht ja auch schon, wie weit das Gras schon gewachsen ist. Ja, hat schon auch ein bisschen gedauert, vor allem, weil ich eben immer neuen Sandstein suchen musste, beziehungsweise abbauen musste. Jetzt wollen wir also noch kurz die Schäfchen da drüben. Komm her, du geile Sau. Ich weiß, du bist ein Schaf. Ja, hier kann sie noch ein bisschen mit Spanking machen, gell? Zack. Auf dem PC geht das ja nicht mehr. Aber ist ja auch egal. Ja, das ist es eigentlich so weit zu sagen, was wir bis jetzt gebaut haben. Wir waren unglaublich viel in Höhlen unterwegs, also höhlenmäßig haben wir wirklich enorm viel. Das ist übrigens die Stelle, wo quasi die Zombie-Farm ist. Und das ist eben eigentlich so gebaut gewesen ursprünglich. Manchmal sieht man darunter, manchmal nicht. Jetzt sieht man zum Beispiel was. Und manchmal sieht man quasi dann die ganzen Viecher runterfallen, durchfahren, und dann kann man hier gleich runterspringen sozusagen. Unten ist ja eben der Quick Drop. Also mir passiert einem nichts. Da hinten ist auch eine Sandfarm, die sollte eigentlich mal wieder zumachen. Ich zeige euch noch was ziemlich geil aussieht. Und zwar das hier. Das ist eine Höhle komplett unter Eis. Und das sieht einfach nur übelst geil aus. Die Höhle ist auch ziemlich krass, da bin ich glaube ich auch einmal, das ist glaube ich mein erster Tod war da unten sogar, von einem Creeper bin ich angesprungen worden. Ja, diese kleinen Mistmatz immer. Hier geht es auch noch zu einer Höhle, die ist lustigerweise bin ich genau neben meinem Haus halt rausgekommen. Und deswegen habe ich hier quasi so gleich voll fett aufgebaut und so. Macht natürlich eigentlich nicht recht viel Sinn. Aber warum nicht? Jetzt sind wir mit dem Minecraft, haben wir ja zum Glück dabei. Ansonsten einfach mit dem Dispenser, da habe ich es ja gemacht. Schauen wir nochmal, ob schon wieder was da ist. Ja, ist schon wieder ein bisschen was gekommen. So läuft es, so will ich das haben. Und ja, ich denke eigentlich recht viel mehr wirklich zu zeigen gibt es nicht. Wie gesagt, wir waren sehr viel in Höhlen unterwegs und deswegen haben wir auch nicht so viel Unglaubliches gebaut. Übrigens, ich habe kein einziges Gebäude gefärbt, alles gefunden. ja, ich denke, das dürfte es eigentlich gewesen sein. Draußen ist es wieder Nacht und es hat angefangen zu schneien, das ist nicht so gut. Ich hasse es, wenn es schneit, weil nämlich dann wieder alles dicht ist, sprich verschneit. Aber es müsste jetzt gleich aufhören, genau. Schauen wir mal. Ja, sieht nur aus, als jetzt noch nicht recht viel schneien können. Zuerst war nämlich das hier auch alles beschneit. Dann habe ich einen Eimer Wasser genommen und bin nur umhergelaufen und habe alles wieder abgetragen sozusagen. Ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Ich hoffe man hat auch einigermaßen was gesehen und vor allem man hat auch einigermaßen was verstanden von mir. Ob vielleicht nochmal ein Video kommt, weiß ich nicht. Warum eigentlich nicht, wenn es euch gefallen hat, gerne.
wird halt auch wieder lange dauern, bis wir hier bald wieder was Gescheites haben und so. Aber ja, hier seht ihr auch wieder Höhle rausgekommen. Da hinten ist ein Höhlenausgang von mir. Überall habe ich Höhlenausgänge. Was ist denn das da hinten? Ach ja, stimmt! Eins habe ich ja noch zu zeigen. Das habe ja ich gar nicht gebaut, sondern der Daniel. Das sieht auch schon wieder nach so einem Secret Passageway aus. Den habe garantiert nicht ich gebaut. Ja. Ja, seht ihr, unsere Welt ist total mit Schützengräben sozusagen schon fast überflutet. Ja, mei. Hat was, würde ich sagen. Da kommt man auch zur Zombie-Farm runter. Ja, ein Projekt, das der Daniel gestern, glaube ich, sogar ganz an einem Tag, also an einer Aufnahmesession gebaut hat. Gut, er war auch 8 Stunden oder so, haben wir gezockt gestern. Ja, sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Ich finde, er muss oben noch ein bisschen einen längeren, kleineren Turm draufbauen. Jetzt sind bloß die Cobblestones ausgegangen. Was haben wir da schon wieder gebaut? Ja, die Bäume immer abbauen, aber dann halt unten die Pfeiler stehen lassen. Ja, das sind mal so die rechten. Mei. Hier ist genauso. Okay. Wow. Sieht aber irgendwie auch cool aus. So mit. Wenn so Höhlen unter Eis versteckt sind, hat schon was. Und jetzt frage ich mich gerade, was das da hinten war. Auf alle Fälle, ja, das hat er hier alles künstlich angelegt. Bin mal gespannt, wie er das Ganze dann. Was ist denn das? Was zum Henker ist das? Cobblestone? Was macht denn hier Cobblestone? Ich hätte mit euch den halt auch der Daniel hingebaut, und zwar als Wegweiser. Wahrscheinlich ist da vorne auch irgendwo wieder ein Höhleneingang. Und er spielt gern einfach mit irgendwelchen Blöcken rum. Wahrscheinlich, weil er sonst nichts zu spielen hat. Ja, also sinnlos, irgendwelche Blöcke in die Landschaft gesetzt. Toll, wow, gratuliere. Finde ich, ich bin ja so stolz auf dich. Nicht. Ja, schauen wir nochmal zurück zum Haus. Ja, ihr seht da oben, sieht aus, als wäre Dresden 45 und es hätte irgendwas eingeschlagen. Ist nicht ganz so, aber man könnte es schon fast meinen. Und ich glaube, da hat er auch schon wieder ein paar Baufels. Ah ne, das sind nur, damit er hochkommt. Schauen wir mal, wo wir überhaupt den Eingang hatten. Ein Chicken. Komm her, du Chicken, gib mir deine Federn. Oder auch nicht. Was anderes bekommt man ja eh nicht raus aus der Federn. Ja. Irgendwo hat er, glaube ich, schon sogar Leitern gesetzt. Wow, wer glaubt's? Da, ja. Und man kommt halt so in jede Etage. Ich hoffe für ihn, er baut noch ein paar mehr Fenster ein. Weil dieses Ding, Mensch, schaut einfach mit Fenstern geil aus. Und ich habe ihm auch gesagt, er soll endlich mal Cleanstones hernehmen, aber nein, er baut allen Scheißdreck aus Cobblestone, dem schwierigsten Material eigentlich überhaupt. Naja. Aber wie ihr gesehen, er hat manchmal ein bisschen übereifrig Glas gesammelt, deswegen hoffe ich für ihn auch, dass er das dann auch benutzt. Und ja. Ich denke, sonst gibt es eigentlich wirklich nichts mehr zu zeigen. Unsere kleine Sandputze, ja, nee, gut. Das ist, wir haben halt eigentlich überall, wo größere Höhlen sind und wir zu zweit reingegangen sind, haben wir uns dann oben immer so ein kleines provisorisches Haus gebaut. Und dann haben wir halt da immer leichter hingefunden und von der Höhle halt, oder in die Höhle halt dann wieder. Und ich muss sagen, von hier sieht eigentlich sein Haus aus wie so ein Regierungsgebäude. Irgendwie so in die Richtung. Es hat schon was, nur es passt halt einfach nicht in die Umgebung ein. Ich meine, wenn man allein mein Haus da gleich anschaut, das ist halt einfach göttlich und was weiß ich alles. Ah ja. So ist das. Ja. Dann würde ich sagen, schön, dass er mir hier hinten einen Eingang freigelassen hat. Hier sieht man übrigens auch oben, er hat eine kleine Glaskuppel gebaut, zumindest hat er es versucht. Und ich habe kein Minecart da. Dann laufen wir halt jetzt nochmal zurück, zu Fuß.
ist halt auch ein sehr sicherer Weg hier unten, weil hier unten kann, also wenn hier was spawnt, ja, dann ist es aus mit dem Weber, dann weiß ich auch nicht. Ja, so ist es. Fahren wir nochmal runter. Ich glaube zwar, dass diesmal wirklich nicht viel da ist, weil ja jetzt wir ganz schön weit weg waren. Schauen wir mal. Wenn schon was da ist, natürlich schön. Ja, nicht viel. Aber es kommt schon wieder was, seht ihr? Also hier könnte man wirklich Ewigkeiten dastehen. Und noch ein Zombie und noch was. Also von dem her auf alle Fälle effizient genug, da, ohne dass man sich beschweren kann. Dann warten wir noch, bis wir hier diese Armada hinter uns haben. Hoffentlich kommt nichts Neues dann. Ja, das Skelett da nehmen wir noch mit. Oder kommt da jetzt doch noch ein Haufen Zeug mehr? Skelett, ein Zombie. Ja, scheint doch noch mehr zu kommen. Gut, dann würde ich einfach sagen, begeben wir uns nochmal schnell nach oben. Ja, wo es Ruhe gibst. Und dann verabschiede ich mich von euch für heute. Ich weiß noch nicht recht, wo ich mich verabschieden werde. Vielleicht, ja, da oben. Ich gehe doch nach oben. Genau. Dann verabschiede ich mich wieder mit dem gleichen Ausblick, wie ich angefangen habe. Diesmal vielleicht mit einem anderen Material nach oben gebaut, aber ist ja wurscht. So, noch ein bisschen. Hier ist auch die Building Height noch nicht so hoch wie auf dem PC. Aber ich glaube, das wissen die meisten. Und ja, mit diesem Anblick hier verabschiede ich mich von euch für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich bin euer Hodenkrebscreme und ich sag Servus, bis zum nächsten Mal. Mhm.